meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse und zwar dem Super Pack 4, dem neuen DLC am 26.06. erschienen. Ja, ist schon ein bisschen her, aber mit Japan sind ein paar kleine Probleme, daher kann ich das erst jetzt vorstellen. Und wir haben zwei neue Charaktere, erstmal den fusionierten Zamasu und den Super Saiyan Blue Vegeto, den sehr viele Fans gewünscht haben sich. Und wir schauen uns kurz mal die Fähigkeiten an, ne? Wilder Hieb, Geisterstich, Meteor Crash, maximale Ladung natürlich, wie jeder Charakter fast. Geisterschwert, feine Kamiha, Kraftfeld und die Superseele. Tut mir leid, du warst total offen. Dann haben wir noch Zamasu, der hat heiligen Zorn, Klinge des Urteils, Blitz der Absolution, Entfesselte Göttlichkeit. Das ist die neue Energieladetechnik. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das für alle Charaktere war oder nur für diesen einen Charakter. Dann hat er noch heiligen Zorn, Läuterung, Brecherangriff und die Superseele. Ich zeige dir göttliche Macht. Wir fangen diesmal mit Zamasu an. Ich werde euch erstmal ein paar Kombos zeigen, die ganzen Attacken zeigen und dann springen wir über zu Vegeto und dann gucken wir uns noch die neue Storyline an, die dazugekommen ist durch den DLC. Also bis gleich. So, meine lieben Freunde, hier sind wir mit Zamasu gegen Vegeto. Ich habe auch die neue Arena genommen, da gibt ja auch jetzt eine neue Stage. Schön zu einer Combo verbinden, wenn man jetzt kann man natürlich immer schön schießen, dann explodieren die schön. Das ist das gleiche wie mit Zamasu sein, ne, vom Black das Schwert, ne, das Lasso. Was haben wir noch? Blitz der Absolution. Okay, den hat er in der Serie auch gemacht. So, dann haben wir die göttliche KI-Aufladung. Und jetzt kommt die Ulti. Okay, nicht schlecht. Gibt gleich eine 20er Treffer-Kombo. Also wenn man jetzt zum Beispiel das hier so verbindet und dann Ulti hinterher sammelt, ne? Kann man schon ordentlich Schaden machen. Fast 10.000, also fast einen Balken weg. So, dann haben wir noch Brecherangriff. Okay, das ist bloß so eine Energieladung, Entladung. Das war's erstmal mit Zamasu. Jetzt gucken wir uns noch Vegeto an. Ich würde sagen, kann man hier irgendwas einstellen? Okay. Ja, bis gleich, ne? So, hier haben wir Vegeto Blue. Oder Super Saiyan Blue Vegeto. Gegen Zamasu, auch in der alten Ebene. Erstmal die X-Kombo. Okay, das ist schon mal nicht schlecht, ne? Na, komm her. Okay. 10er Treffer-Kombo. Oh, nicht schlecht. 14er. So, dann kommen wir mal zu seinen Fähigkeiten, seine super. Erstmal schön wilder Hieb. Bam! Kann man natürlich auch super zu einer Kombo vereinigen. Ja. Kann man super Sachen machen. So, Geisterstich kennt wahrscheinlich jeder. Meteor Crusher ist auch sehr bekannt. Gibt es ja schon immer die Fähigkeit. Ne? So, haben wir maximal Ladung. Kennt natürlich auch jeder. So, jetzt haben wir das Geisterschwert. Diese Attacke wollten ja sehr viele haben. So, schön, zack.
Und dann haben wir das feine Kamehameha. Wo ich persönlich sage, also ich habe es ja auch für einen Main-Charakter, aber wenn die mal trifft, dann musst du wirklich, schon so was machen und dann hinterher zimmern. Sonst trifft man fast überhaupt gar nicht. Naja, muss man mal gucken. So, dann haben wir noch Kraftfeld. Einfach bloß, wenn jemand schießt, dass man sich schützen kann, ne? Mehr ist das eigentlich auch nicht. So, das war es eigentlich mit den beiden Charakteren, die neuen aus dem DLC. Jetzt gucken wir uns noch die neue Storyline an. Also, bis gleich. So, meine lieben Freunde, und ich möchte sagen, es gibt auch ein paar neue Quests, nämlich hier. Oder? Ist das neu? Die drei sind neu, ne? Ja, die drei sind neu. Heretiker der dunkle Unterwelt, null sterblichen Plan, also das vom Black und so, ne? Und ja, hier kriegen wir nämlich den Super Saiyan 4 Anzug von Son Goku und den Schwanz. Also immer den normalen Anzug von Super Saiyan 4 und dann die Perücke von Son Goku halt Super Saiyan 4. Den kriegen wir hier in der Parallelquest. Hier kriegen wir Widerstandshelm und Widerstandskleidung, ich weiß zwar nicht von wem das ist. Heiliger Zorn und Blitzablution, also die neuen Attacken von Zamasu, göttlicher. Hier die göttliche Macht und so, ne? Ach hier, entfesselte Göttlichkeit, da ist es nämlich. Das ist nämlich die neue Attacke, also die gibt wahrscheinlich doch für alle. Also hier könnt ihr euch die holen, in dieser Parallelquest. In diesen kriegt ihr dann die Attacken und nochmal ein paar Sachen. Und hier kriegen wir noch die anderen Seelen alle und die letzten Superattacken. Ja, also drei Parallelquests und wie gesagt, das neue Outfit von Super Saiyan 4. Was ich eigentlich sehr geil finde, weil dadurch kann man natürlich rumrennen, als wenn man Super Saiyan 4 wäre. Mal sehen, was das hier noch zu neu gibt. Gibt es eigentlich gar nichts Neues. Superangriffe sind alles so gleich geblieben. Ja. Okay, da gibt es wahrscheinlich nichts. Kostümladen, mal gucken, was hier neu gibt. Also außer jetzt die Paralleldinger jetzt. Aber sonst eigentlich. Na, ich kann es euch ja auch nicht mal zeigen, wie der Super Saiyan 4 aussieht, weil ich den noch nicht freigespielt habe. Aber kommt wahrscheinlich gleich noch. So, was haben wir hier mit Lan? Okay, das ist ja nur Freitag. Also wie gesagt, bei den drei Parallelquests kriegt ihr natürlich jetzt alle Sachen. Super Saiyan 4, Outfit 1 und 2 und die ganzen Fähigkeiten, die Super Seelen und alles. Also falls jemand wieder fragt, wo denn die ganzen Attacken gibt und. In die Parallelquests einfach machen und mit Glück. Wenn man Glück hat, also die Drop-Rate ist immer sehr wenig. Aber wenn man oft genug spielt, ich denke mal, dass man die dann zusammenkriegt. Ich denke mal, ist wahrscheinlich sehr geil, wenn man mit so einem Fell rumrennt und den Affenschwanz hinten. Kann ich mir gut vorstellen, damit das lustig ist. Als separates Video kommt natürlich die neue Storyline. Ich hatte ja eben gesagt, wir schauen uns schnell noch die Storyline an. Aber ich hatte die schon ein bisschen aufgenommen und die ist sehr, sehr, sehr lang. Also für eine DLC-Erweiterung Storyline nur. Ist die Story richtig lang gewesen und das wird separat kommen, weil das wäre einfach zu lang gewesen, sonst das Video. Das würde über 20 Minuten gehen und das wäre eigentlich nicht machbar. So, meine lieben Freunde, also falls ihr das neue DLC habt, jetzt wisst ihr Bescheid, was enthalten ist, also den fusionierten Zamasu, dann Vegetto Blue und die neue Kostüme, Super Saiyan 4 Goku, den ihr natürlich dann auch variieren könnt und die neue Fähigkeit, wo ihr schneller KI aufladen könnt. Also, viel Spaß und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Falls noch ein DLC kommt oder sonst irgendwas dergleichen, erstmal noch später kriegt ihr die Storyline natürlich. Ja, und falls ein DLC kommt oder irgendwas Neues gibt, dann bin ich natürlich wieder am Start und werde euch das präsentieren. Leider kann ich euch das Outfit nicht präsentieren, aber vielleicht kommt das in ein anderes Video nochmal.